Ja, hallöchen und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier. Ich werde World of Tanks spielen, wie die meisten sicherlich schon rausgefunden haben. wir sind jetzt hier schon in der Garage von World of Tanks. Und ich glaube, ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was zu meinem Konzept, wie ich das machen werde. Also es ist mein erstes Let's Play, deshalb braucht sich keiner wundern, wenn ich noch nicht so gut reden kann und sowas. Wenn ich auch vielleicht nicht so gut gleichzeitig spielen und reden kann, aber ich denke mal, das werden wir schon hinkriegen. Was ist noch zu sagen? Ich mache das eigentlich nur zum Spaß, also bisher jetzt. Vielleicht kann ich irgendwann mal Geld damit verdienen, wäre ja lustig, ne? Also ich mache es zum Spaß und es ist auch in naher Zukunft nicht geplant, dass ich das, dass jetzt irgendwas ändert. Ich würde mir aber sehr wünschen, dass wenn es euch gefällt oder wenn euch irgendwas nicht gefällt, ihr mir das schreibt in den Kommentaren oder anders zukommen lasst. Ich bin auch offen für Kritik, aber nicht für so eine Sachen wie ja, alles scheiße. Ja, also es kann eigentlich nicht sein, dass alles schlecht ist. Ja. Dann würde ich mal gleich damit anfangen, hier die Oberfläche zu erklären. Für die, die es vielleicht zum ersten Mal sehen und sich da ein bisschen reinfinden wollen. Menü-Taste, hier könnt ihr euch ausloggen und so weiter. Optionen könnt ihr da auch verwalten. Spieler online, gerade 39.000, falls es jemand interessiert und der es nicht lesen kann. Anzahl der momentanen Gefechte. Leichttraktor steht hier, das ist der Name von dem Panzer. Und das ist auch wirklich, also der ist so zu spielen wie ein Traktor, also man fährt und man kann sogar schießen. Ja, welch Wunder. Aber der hält nicht viel aus. Der ist eigentlich in allem schlecht. Gut, weiter. Hier ist der ins Gefecht-Button. Darunter kann sich hier, glaube ich, jeder was vorstellen. Einmal draufgeklickt, schon sind wir drin. Werde ich später nochmal zeigen. Hier kann man noch weitere Optionen dann machen. Werde ich vielleicht auch nochmal erklären. Euer Spielername. Dann sind hier ein paar Buttons. Die oberen drei hängen mit Gold zusammen. Entschuldigung. Was ihr euch kaufen könnt für echtes Geld, werde ich nicht machen, weil ich habe einfach nicht Bock drauf, da echtes Geld auszugeben. Also bisher, vielleicht mache ich es ja irgendwann. Also ist es jetzt nicht wichtig. Hier seht ihr, welches Konto ihr gerade habt. Das könnt ihr, könnt euch auch ein Premium-Konto kaufen. Das bringt, glaube ich, das bringt, dass ihr doppelt so viel Erfahrung sammelt und doppelt so viel Geld kriegt und sowas. Also ist schon ganz nützlich, aber ich werde es trotzdem nicht machen. Hier seht ihr die Anzahl eurer Kreditpunkte. Ach ja, hier drüber noch Gold. Ist jetzt 0 und wird wahrscheinlich auch bleiben. Kreditpunkte, hier wird angezeigt, wie viele Kreditpunkte ihr habt. Ich sollte wieder normal reden. Also, nicht wundern, manchmal mache ich ein bisschen Faxen, aber ich verstehe keinen. Naja, die Anzahl der Kreditpunkte, mit denen kauft man sich Panzer und die Ausrüstung. Und halt Zubehör, alles mögliche. Freie Erfahrung hängt mit der Erfahrung zusammen. Die verwendet man, um neue Module zu erforschen, also neue Kanonen, neue Sachen halt. Kann ich gleich nochmal nach reingucken. Und die freie Erfahrung ist halt, hat halt die Besonderheit, also man kriegt davon weniger, aber die hat die Besonderheit, dass man die für alles verwenden kann. Nicht nur für diesen Panzer. Dann hier kann man die umwandeln. Irgendwie, also um Erfahrung und freie Erfahrung. Ach so. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Hier kann man forschen. Mit der Erfahrung halt. Man kann erforschen Ketten, Motor, Funkgerät, Kanone und Turm. Und ich denke mal bei Panzern, wenn man später neue kauft, da wird es dann auch noch ein bisschen mehr geben. Hier seht ihr ein paar Daten zu dem Panzer. Hier oben sind die eigentlich die wichtigsten Buttons. Lager, also in der Garage sind wir gerade. Lager. Hier seht ihr alles, was ihr so habt. Erstmal natürlich die Fahrzeuge, Module, Granaten, Zubehör und Verbrauchsmaterial. Da kann sich bestimmt jeder was drunter vorstellen. Ist jetzt alles bei mir noch null. Hierzu habe ich noch was zu sagen. Und zwar habe ich schon natürlich öfter schon mal versucht aufzunehmen, habe ich ja am Anfang gesagt, wo es misslungen ist. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Punkte. Aber sonst ist noch alles neu. Alles wie am Anfang. Ich hoffe natürlich, das stört keinen. Nachschub, hier kann man neue Panzer kaufen und halt alles, was wir auch im Lager gesehen haben. Module, Granatenzubehör, Verbrauchsmaterial.
Und hier stehen auch die Preise. Statistik kann sich jeder was darunter vorstellen, hoffe ich. Forschung, hier sehen wir alle Panzer der Deutschen. Also es gibt eigentlich drei Länder, ich habe hier nur einen Panzer. Weil ich habe die beiden anderen verkauft, weil ich habe eigentlich am meisten Lust auf die deutschen Panzer. Weil ich finde, da verstehe ich den Namen ein bisschen. Und so weiter. Und hier forscht man sich dann halt immer weiter mit jetzt so sehr dunkel diese Pfeile. Das heißt, man würde jetzt hier forschen können, dann kann man aber auch nirgendwo anders wieder hin. Also man kann dann zwar noch hier neu anfangen, aber wenn man jetzt hier unten ist, kann man nicht hier rüber oder so. Also man muss sich schon möglichst früh dann halt dahin bewegen sozusagen. Ja, was gibt's noch? Ich werde wahrscheinlich alle Arten ein bisschen spielen. Am Anfang werde ich hier Panzerjäger, denke ich mal, machen und dann halt die Jagdpanzer ein bisschen weiter. Was gibt's noch? Dann ist noch... Genau, da gibt's dann natürlich auch noch die anderen Panzer, die werde ich dann vielleicht auch mal spielen. Es kann sein, dass ich noch eine Webseite erstelle, wo ich dann euch abstimmen lasse, wo ich weiterspielen soll, aber dafür soll es schon ein bisschen laufen. Und natürlich auch erfolgreich sein. Kaserne. Also jeder Panzer hat seine Besatzung und die könnt ihr hier verwalten und neue Soldaten dazu machen und die fortbilden und so weiter. Hier sind die angezeigt vom aktuellen Panzer. Hier unten sind die ganzen Sachen, die gerade im Panzer drin sind. Das ist das Geschütz. Ist jetzt natürlich überall das Schlechteste. Der Turm, der Motor, die Ketten und das Funkgerät, das ist immer drin. Und das kann man hier halt verbessern. Und um jetzt hier zum Beispiel die Kanone zu kaufen, müsste man die erst hier erforschen. Hier. Erst das hier erforschen, den verbesserten Turm. Und dann müsste man hier runtergehen und dann das auch noch erforschen. Das heißt, man verballert damit die Erfahrungspunkte. Und dann muss man hier nochmal die Kreditpunkte ausgeben, um sich das Ding halt dann letztendlich zu kaufen. So, hier ist noch angezeigt Zubehör, kann man ja noch einbauen. Werde ich auch erstmal nicht machen. Und hier kann man Munition auffüllen und sowas. Zeige ich dann nach dem ersten Gefecht. So, das war jetzt eine sehr kurze Einführung. Ich hoffe, das stört keinen. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir die in den Kommentaren oder sonst wo. Und ich würde mal ganz einfach sagen, wir gehen jetzt mal ins erste Gefecht und schauen, was uns erwartet. Und ich muss vorwarnen, dieser Panzer ist wirklich so abgrundtief schlecht, da ist es in den ersten Gefechten immer so, dass man schnell stirbt. So, was wir eben gerade gesehen haben, war der Vorbereitungsbildschirm. Und da stand halt drin, wie viele Leute in der Warteschlange sind und so. Und von welcher Sorte, das bringt eigentlich nicht so viel. So, hier ist jetzt nützlich, da sehen wir jetzt oben Himmelsdorf, welche Karte wir spielen werden. Und wir sehen die ganzen Spieler und deren Panzer. So kann man sich ein bisschen halt vorbereiten. Hier sind jetzt alles die drei Anfangspanzer. Der Leichttraktor von den Deutschen, der MS-1 von den Amis und der T-1 von den Russen. Oder ich habe die beiden jetzt verwechselt, aber ist hoffentlich nicht so wichtig. So, dann steht da unten immer noch so ein Tipp. Und ich denke mal, wir werden dann sehen, was uns erwartet. Ich denke mal, in Zukunft werde ich es dann oft so machen, dass... irgendwie ist jetzt immer so ein bisschen sehr laut. Ich mache die gleich ein bisschen leiser. In Zukunft werde ich es oft so machen wahrscheinlich, dass ich das hier überspringe, so dass wir dann direkt im Gefecht sind. Und dann können wir direkt losballern. Ja. Ach ja, ist noch was zu sagen zu den Punkten, die ich eben hatte. Die kriegt man wirklich in jedem Gefecht, egal ob man, auch wenn man überhaupt keinen Schuss abschießt, man kriegt immer diese Punkte. Je nachdem halt, wie gut man war, kann man dann auch mehr kriegen. So, ich würde mal sagen, jetzt sind wir gleich drin. Na komm. Spannung steigt. Und dann gewinnt er noch. So, zur Steuerung kann ich auch kurz mal was sagen. So, zur Steuerung ist zu sagen, ihr fahrt mit 4 AST. Ah, links ist rückwärts, hier rechts. Ach, ich bin ein bisschen leiser. Das geht ja gar nicht. Dabei habe ich das schon so weit runter. Okay. So, jetzt habt ihr da sogar noch die Option gesehen. Dann fahren wir. So, ja, fahren mit WASD. Maus bewegen, da bewegen wir halt den Knick. Und dann
zweiten Fahrt was ist noch? Linksklick ist Schießen. Hierzu ist noch zu sagen, dass man hier nicht beachten muss, dass die Kugel irgendwie oder die Munition halt so oben fliegt, also man muss irgendwie direkt auf halt einstellen, ich mach das mal eben, das sind wir jetzt links unten, so zwei grüne Zeiger, damit könnt ihr halt einstellen, dass der automatisch fährt. Hier könnt ihr dann wieder deaktivieren, indem ihr einfach vorwärts oder rückwärts drückt. Jetzt kann ich mal gerade um die Ecke hier. So. Was muss ich noch? Ja, Shift könnt ihr drücken, um direkt in diese Ansicht zu kommen, wo ihr zielen könnt. Ich muss mal sagen, sonst nichts. So, jetzt wird auch schon unser Stützpunkt erobert. Er ging voll durch ihre Panzerung! Das war's für uns. Raus hier. Also jetzt wurde links unten angezeigt, dass der Motor kaputt war, indem er also rot markiert wurde und dann noch so ein Zeichen war. So, jetzt sehen wir unseren tollen Panzer, wie der jetzt aussieht. Also es war jetzt ein, sag ich mal, minder erfolgreiches erstes Match. Aber jetzt seht ihr mal, wie das ist, wenn man noch keine Ausrüstung hat, noch keine neue. Ich glaube, ich werde mir gleich, wenn ich zurück bin, neue erstmal kaufen, damit das nicht ganz so schrecklich ist, aber euch wird es wahrscheinlich so gehen im ersten Match. So, jetzt kann man noch mit Rechtsklick hier so durch alle Mitglieder aus der Mannschaft, die halt denen halt zugucken, wie die verlieren oder auch gewinnen oder wahrscheinlich eher verlieren. Wie in unserem Fall. Und ja, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, guckt euch die nächste Folge an. Darüber benachrichtigt zu werden, natürlich abonnieren. Und ein schönes Feedback wäre auf jeden Fall schön. Freut sich, glaube ich, jeder. Ich hoffe jetzt, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich noch weiter auf. Das heißt, die nächste Folge wird dann am nächsten Tag noch da sein. Ja. Dann würde ich mal sagen, macht's gut. Jetzt haben wir verloren. Und bis zum nächsten Mal.